Jochen, ich freue mich sehr, dass wir hier zusammensitzen und ich habe ein paar Fragen auf dem Herzen, die ich gerne mit dir besprechen möchte. Ich erinnere mich an die Phase, wo wir die Anderswelt gemacht haben, das Buch Die Anderswelt. Und bin Gottes froh, dass wir das geschafft haben, das Buch rauszubringen, weil ich finde es ein sehr wichtiges Buch und es hat auch viele Leute bewegt. Und das sind jetzt wie viele Jahre? Das muss jetzt Unser Gespräch sieben liegt Jahre, 7 Jahre zurück, sieben Jahre liegt das Gespräch zurück. Mhm. Und in den 7 Jahren hat sich die Welt in einem dermaßen drastischen Ausmaß verändert. Das war für uns damals nicht absehbar, für niemanden absehbar. Und jetzt sitzen wir hier und ich denke, lass uns doch mal gemeinsam darüber nachdenken, wie empfinden wir im Moment den Zustand der Welt? Was hat es mit uns als Menschen zu tun, die, wie du da geschrieben hast, auf der Suche nach den Gemeinden sind? Vielleicht können wir auch darüber sprechen, wie könnte der Zustand der Welt gemeint sein? Sowohl was ist der Sinn dessen, was wir jetzt gerade als Krise erfahren, und vielleicht Ausblick, was könnte gemeint sein, was nach der Krise kommt, was nach der Krise steht. Und vielleicht ergeben sich daraus auch irgendwelche Anhaltspunkte für die Art und Weise, wie wir jetzt zu denken haben und morgen zu handeln haben. Das wäre so mal der Themenkreis, den ich mir vorstelle. Ich will ganz kurz was zu dem Buch Die Anderswelt sagen, weil du das angesprochen hast. Das war ja damals auch, um das noch kurz zu sagen, ein wesentliches Anliegen dieses Buches, für bestimmte Zustände eine Sprache zu finden, die eben nicht die gängige esoterische Sprache ist, das Abgelutschte und Abgehangene, tausendfach Gesagte, und trotzdem in dieser neuen Sprache auch das Eigentliche und dahinterstehende durchscheinen zu lassen und etwas zu erschließen, die Sprache also ganz weit zu treiben, wo viele ja sagen, das ist unsagbar, das ist nicht mehr sprachlich vermittelbar. Und das habe ich ja nie so richtig geglaubt. Ich denke immer nur, das ist eine Unfähigkeit, die Sprache zu handhaben. Ich denke, man kann die Sprache sehr weit treiben. Da kommt natürlich ein Punkt, wo man sagen muss, die Sprache führt nicht mehr weiter. Das Unsagbare gibt es ja, keine Frage. Aber es gibt eben viel zu sagen vorher. Und das habe ich in dem Buch versucht, die Anderswelt und Annäherung an die Wirklichkeit. Wir haben ja lange auch über den Untertitel gesprochen. Und so ist es auch gemeint. Ich denke, so ist es auch dann geworden. Es ist eine Annäherung an die Wirklichkeit im umfassenden Sinne, im tiefen Sinne. Und das führt uns ja natürlich auch dann auf die Eingangsfrage von dir, die Lage heute. Und das, was du ja angesprochen hast, sogenannte Gemeinde. Das im Letzten führt es einen auf die Frage notwendig, was ist der Mensch überhaupt? Wer oder was ist dieses rätselhafte Wesen Mensch auf diesem Planeten? In einer, wie ich ja meine, wovon ich überzeugt bin, wofür ich gute Indizien habe, rundum lebendigen, beseelten und bewohnten Universum ohnehin. Bin ja, wie du ja auch gut weißt, einer der schärfsten Kritiker der Mainstream-Kosmologie und attackiere ja die Urknall-Kosmologie und all was damit zusammenhängt, seit Jahrzehnten. Und die Frage auch der ökologischen Krise ist ja letztlich die Frage nach dem Menschen. Was machen wir hier eigentlich? Warum zerstört der Mensch eigentlich seine Grundlagen und warum sägt er, wie es doch scheint, mit einer gewissen Inbrunst auf diesem Ast, auf dem er sitzt? Nun würden ja viele sagen, das tun wir gar nicht, weil das sind eben die Mächtigen, das sind die Konzerne, ja, das ist der militärisch-industrielle Komplex. Ich als Einzelner habe damit gar nichts zu tun, würde das sozusagen abspalten und sagen, wir sind nur Opfer. Aber es ist doch die Frage, was passiert hier eigentlich? Was ist der Mensch in der Tiefe? Worauf ist er angelegt? Was ist mit ihm gemeint? Hat er eine Aufgabe, eine Mission oder ist er ein Irrläufer der Evolution, wie Köstler sagt, oder gar ein Schädling, der eigentlich eliminiert werden muss. Ein Fremdkörper in einem doch sehr lebendig funktionierenden System. Und wenn der Mensch verschwände, dann wäre es gut für die Erde.
Das wird ja oft gesagt, auch von Radikalökologen. Das wird viel gesagt, ja, die Radikalökologen verneinen ja sozusagen den Menschen. Das ist so wie der Witz, wo die zwei Planeten durch den Kosmos saßen. Ja. Eine sagt, wie geht's dir? Der andere sagt, mir geht's schlecht, ich habe Homo sapiens. Ja. Der andere sagt, macht nichts, das geht vorbei. Ja. Also, ich zitiere ja auch diesen, ja, diesen Witz in dem Buch, Was die Erde will. Ist ja auch ein ganz schöner Witz, weil er so eine Sichtweise zeigt, die natürlich auch etwas, sagen wir mal, A-Zynisches hat und auch etwas, ja, auch Verlogenes. Der Mensch kann nicht so ohne weiteres sich selbst verneinen und so tun, als ob es besser wäre, wenn er nicht da, ja, wäre. Das bringt nichts. Ja. Das ist auch geistig unsauber. Viel interessanter auch und denke ich mal auch wichtiger ist es zu fragen, ist mit dem Menschen was angelegt, auch wenn viele unserer Zeitgenossen, sagen wir mal, keinen guten Eindruck machen und man das Gefühl gewinnen kann, ihnen ist das Schicksal der Erde eigentlich wirklich herzlich gleichgültig. Weil sie ja irgendwie glauben, die Natur wird es schon irgendwie richten, so schlimm wird es ja nicht werden. Die Menschheit hat ja schon so viele Krisen durchstanden, die wird auch diese Krise überstehen. Also irgendwie glauben, es gibt ja ein merkwürdiges Vertrauen auch, was auch areligiöse und atheistische Menschen haben in die große Ordnung der Dinge, die ja doch sehr weit geht. Und sie meinen, irgendwie, so schlimm wird es nicht werden. Aber es bleibt ja auch die quälende Frage, was hat das mit uns zu tun? Und wer veranlasst das Ganze? Ich habe ja oft gesagt, auch in einigen meiner Bücher geschrieben, in Vorträgen oft gesagt, das Ganze wirkt doch, Johannes, wie eine generalstabsmäßig angelegte und gnadenlos durchgezogene, durchgepeitschte Veranstaltung. Man hat doch manchmal das Gefühl, du kennst meinen symbolischen Begriff des megatechnischen Pharao, dass sozusagen eine geheime Zentrale in gewisser Weise ganz genau durchplant, diese Erdbewohner ist so ein verblödeter Haufen, so ein blindes Gesindel. Die müssen wir nur in gehöriger Weise manipulieren und wir schaffen es auch, weil die bringen es nicht, die schaffen es. Lass uns mal darüber ein bisschen, ja, sprechen. Also okay, der megatechnische Pharao ist für mich auch ein Begriff, ja, geworden, den man immer wieder mal mit Gewinn anbringen kann. Ja. Wenn man das jetzt so unbefangen hört, dann könnte man glauben, du würdest von einer Verschwörung sprechen und das ist ja nun nicht so. Die herkömmlichen Verschwörungstheorien halte ich alle für ziemlich dünn, geistig, auch unsauber, unredlich. Aber wenn wir solche ja, Vokabeln oder solche, ja, solche Bilder auch verwenden, wie du sagst, es wirkt so, als wäre dahinter eine Absicht, könnte es nicht auch sein, dass wir das Gemeinte vom Menschen übertragen können auf den größeren Logos, und das wäre jetzt im Moment Gaia oder die Erde, dass auch dort etwas Gemeintes wirkt, was uns dann sozusagen den Eindruck verschafft, das läuft nach einem quasi Plan ab. Und die Frage ist, kannst du dir vorstellen oder ist es bei dir auch so, dass du das Gefühl hast, auch der größere Logos folgt einem gemeinten Weg? Unbedingt. Es ist ja ganz extrem unwahrscheinlich, dass man von dem Menschenwesen, annimmt, dass etwas eigentlich Gemeintes mit ihm verbunden sei und dann von Gaia, von dem Sonnensystem, der Galaxis, dem kosmischen Gesamtzusammenhang nun nicht annimmt, dass es so sei. Natürlich muss es so sein, es liegt eigentlich in der Logik der Dinge, dass was mit uns angelegt ist, etwas grundsätzlich Angelegtes ist. Mhm. Weil wir sind Teil des Ganzen, ja, wir spiegeln das Ganze, wir repräsentieren das Ganze. Und natürlich gibt es etwas im Menschen Angelegtes, was in der Erde überhaupt, im Sonnensystem überhaupt, im kosmischen Gesamtzusammenhang überhaupt angelegt ist. Es gibt einen Plan, offenbar einen höheren Logos, in den kann sich der Mensch einfügen. Es gibt aber auch das mysterielle Phänomen der Freiheit. Offenbar ist es so. Wie weit diese Freiheit nun geht, kann man schlecht abschätzen. Es gibt also dieses mysterielle Phänomen,
des sich dagegen entscheidens. Es gibt die Möglichkeit, auch sich selbst zu verneinen. Wie das möglich ist, auch sagen wir mal, ontologisch oder existenziell, ist schwer zu sagen. Aber der Mensch hat die Möglichkeit, sich gegen seine eigenen Grundlagen zu entscheiden. Da kann man natürlich fragen, das ist ja Wahnsinn, das ist doch Irrsinn. Warum macht jemand das? Man kennt das aus der Pathologie, in der herkömmlichen Psychiatrie ja auch. Es gibt ja das Phänomen der Selbstzerstörung. Man könnte sagen, diese Menschheit ist mehrheitlich, oder was ihre Meinungsführer und die eigentlichen Macher betrifft, eigentlich pathologisch. Pathologisch auf Selbstzerstörung. Auf Selbstzerstörung programmiert sozusagen und zieht den Rest der Menschheit mit. Dann kann man natürlich weiter fragen, woher kommt diese Pathologie, wenn es so ist? Und wenn dann, wenn wir das Gemeinte darüber legen, müsste man ja fast so weit gehen, sozusagen, ist dann auch die Pathologie gemeint? Oder ist es ein Unfall? Oder ist es ein Bereich, der in dem steckt, wo du sagst, das ist die Freiheit? Also wenn gilt, dass der Kosmos lebt, weil wir leben, ich will jetzt nicht die Analogie zu weit treiben, aber immerhin die Metapher verwenden, könnte also auch der Krisenzustand, den wir im Moment lokal als auf unsere Erde beschränkt wahrnehmen, einer sein, der in Wirklichkeit einen Beitrag leistet zu einem Bewusstseinsschritt des größeren Systems. Wäre theoretisch möglich. Ob ich meine, es ist möglich. Als Vorwurf es sozusagen. Gibt ja auch genügend Überlegungen in dieser Richtung, die vorgetragen wurden und werden. Ich teile diese Überlegung nicht. Ja. Es ist natürlich zu denken. Man kann natürlich sagen, auf eine uns undurchschaubare Weise müssen wir dieses schaurige Spektakel hier inszenieren, um in einem höheren Sinne dann doch dem größeren Plan zu dienen. Das glaube ich nicht. Denn ich glaube, wenn man sich die Phänomene der lebendigen Welt auch nur der um uns herum ansieht, vertieft ansieht, differenziert ansieht, fach ansieht, sich mit ihnen wirklich verbindet, eine Art Kommunion mit ihnen eingeht, wenn man es so nennen darf, dann spürt man doch deutlich, dass da ein Zusammenhang ist, der auch darauf angelegt ist, nicht zerstört zu werden. Das ist doch etwas, was in sich auf eine wunderbare Weise arbeitet, allein schon der menschliche Organismus, der natürlich krank werden kann, aber er kann sich regenerieren. Es ist doch auch etwas Ganzheitliches, in dem Sinne, um das Wort mal zu verwenden, angelegt, auf etwas Sinnhaftes. Also der menschliche Leib, der menschliche Körper ist etwas zutiefst Sinnhaftes. Und es ist extrem unwahrscheinlich, dass die Selbstzerstörung in dem Plan angelegt ist. Es ist eher anzunehmen, dass es eine, benutze jetzt mal den Begriff, eine Gegenkraft gibt, eine polare Gegenkraft, die in einem letzten Sinne auch zu dem ganzen Spiel gehört, die aber erst einmal für diese kosmische Region sozusagen den Widersacher darstellt. Und das ist dass es ein Ringen der Kräfte gibt. Und dazu neige ich ja auch gegen blauäugig, idealistische oder advaita-mäßige Gedanken, dass das alles so ein gewissermaßen kosmisches Spiel ist, auch harmlos irgendwie und irgendwie alles ist alles okay. Das glaube ich nicht. Damit exkulpiert sich der Einzelne, nimmt er sich raus. Ich glaube, es geht wirklich um ein Geisterringen und es wird mit harten Bandagen gekämpft. Das weiß man ja schon, das weißt du ja auch, auf der Erscheinungsebene. Es ist ja nicht so, dass das so friedlich und schlicht wäre, sondern da wird mit harten Bandagen gekämpft. Man hat den Eindruck, hier geht es um Gegensätze. Und das sind keine Scheingegensätze, das sind wirkliche Gegensätze. Und das muss man auch ernst nehmen. Wenn man das nicht ernst nimmt, glaube ich, läuft man Gefahr, ohne dass man es möchte, den zerstörerischen Kräften einfach zu helfen, sie noch zu verstärken. Ich finde wichtig, dass man die Lage in ihrer Ernsthaftigkeit begreift. Erkenne die Lage, sagt Gottfried Benn, erkenne die Lage auch in ihrer Ernsthaftigkeit. Und auch mach dir klar, dass du wichtig bist. Jeder wichtig ist. Ist ja immer das Gefühl heute verbreitet, ich kann da nichts machen. Wer bin ich denn gegen die Mächtigen?
wenn man so anfängt, braucht man eigentlich eine tiefere Bemühung gar nicht erst ins Werk zu setzen, weil dann kann man gleich resignieren. Mhm. Aber ja? Gehen wir nochmal zurück auf den Punkt, wo du sagst, die Kräfte, also die Gegenkräfte. Ich habe jetzt in vielen Situationen auch auf der Erscheinungsebene, wo wir es hier zum Beispiel vor Ort auch als außerordentlich schwierig empfunden haben, mit diesen in der physischen Welt manifestierten Gegenkräften fertig zu werden, habe ich doch verstanden, dass es eine Änderung in der Grundmetapher bedeutet, wenn du nicht von Gegenkräften sprichst, sondern von komplementären Kräften. Und ich habe in vielen Fällen durch diesen kleinen Austausch des Gegnerseins oder des Gegnerischen in die Metapher der Komplementarität Lösungen für mich oder für andere Probleme gefunden, die vorher gar nicht zu sehen waren. Und ich bin auch nicht der Meinung, dass hinter dem Ganzen sozusagen eine Verschwörung steckt oder dass das zum Plan gehört, dass wir durch diese Krisensituationen im Moment laufen. Ich glaube, dass es nicht sein muss, dass da irgendwo eine Logik drin ist. Auf der anderen Seite, wenn es aber der Fall ist, wenn wir sehen, so ist es jetzt, das ist also das Gegebene, dann suche ich doch die Elemente, die mir helfen, über den Begriff des Komplementären vorwärts zu kommen. Und dann macht das Gemeinte auch einen anderen Sinn. Es ist also nicht gemeint, dass diese Krise jetzt sein muss, sondern in dieser Krise selbst steckt möglicherweise etwas, was gemeint ist. Und das ist für uns die Aufgabe, das herauszufinden. Ja, also da muss ich das noch ein bisschen genauer differenzieren. Mhm. Ich würde dem Komplementären durchaus zustimmen. Ich habe eine starke Sympathie dafür. Ich finde auch, da muss man nochmal unterscheiden zwischen der Erscheinungsebene und der Handlungsebene und der noch tiefer gelagerten Ebene. Natürlich muss man auch den Gegner, in Anführungszeichen jetzt mal, im Sinne einer Komplementarität betrachten. Ja, man muss ihn in gewisser Weise einbinden, man muss natürlich auch Brücken bauen, man muss ihn als Mensch, soweit es geht, ernst nehmen. Das heißt ja nicht, dass ich den anderen Menschen, wenn ich sage, du dienst der Zerstörung der Erde, ihnen als Menschen jetzt komplett in Frage stelle. Er kann es faktisch tun, er kann der Zerstörung der Erde tun. Trotzdem bin ich ja, das weißt du ja aus meinen Büchern, immer derjenige, der auch jeden potenziellen Leser ernst nimmt, ihn anspricht und sagt, du weißt im Grunde genommen, wovon ich rede. Du bist auch ein Mensch. Ich erzähle dir nicht etwas von außen. Ich oktroyiere nicht ein Weltbild, philosophischer oder spiritueller Art, sondern ich appelliere eigentlich, du weißt das ja auch aus der Anderswelt, an die Erinnerung. Ich sage immer wieder, du erinnerst dich daran, im Grunde, wenn du ehrlich bist, du weißt in der Tiefe, dass die Existenz keine Spielwiese ist. Du weißt, dass es in irgendeiner Form auch der Ernstfall ist. Und ich erinnere dich daran und appelliere ja auch an die Erinnerung. Und das tue ich natürlich mit jedem Menschen. Jeder Mensch muss selbstverständlich, das wäre, alles andere wäre ja zunächst einmal auch aberwitzig und unmenschlich, so angesprochen werden, als ob es möglich wäre, ihn in seinen Wesenskräften zu erreichen. Auch wenn ich auf die Erfahrung mache, dass es nicht geht. Aber natürlich muss ich das tun. Das heißt ja aber trotzdem nicht, dass ich den tiefer gehenden Gegensatz nicht sehe. Man muss da natürlich auch noch genauer betrachten, was wir vielleicht hier nicht tun können. Du weißt es ja auch aus meinen Büchern zum Teil. Was ist denn überhaupt dieser Gegensatz? Das ist ja, wo laufen denn die Fronten? Das ist ja auch heute sehr schwierig. Ist ja nicht, sage ich mal ganz plakativ, der Ökomensch, der Gute und der irgendwie im industriellen Komplex arbeitende, nur der Sklave des megatechnischen Pharao, sozusagen der Idiot der Zerstörung. So einfach ist es nicht. Auch der Ökomensch, es gibt auch einen Öko-Stalinismus nebenbei, wie mein alter Freund Baro manchmal gesagt hat, der Ökomensch ist nicht per se sozusagen der bessere Mensch.
das Ganze ist, wo laufen denn wirklich die Fronten? Ich meine, das habe ich ja auch versucht, in meinen Büchern zu zeigen, da ist natürlich die, da muss man einfach nochmal drauf kommen, was ist die ökologische Krise im Hinblick auf das Bewusstsein? Was für eine Bewusstseinsverfassung spiegelt sie? Woher kommt das? Was für ein Weltbild steht letztlich dahinter, hinter dem Herrschen? Das ist nämlich der Fall. Ist das Weltbild zu korrigieren? Habe ich andere Argumente? Ich denke mal, das habe ich. Ich behaupte es ja nicht nur. Ich versuche es ja auch argumentativ voranzutreiben. Da muss man genauer gucken, worum geht es eigentlich, wenn ich hier von dem Gegensatz spreche? Das muss man sich genau angucken. Das ist ja nicht irgendwie ein religiöses Phantasma, sondern im Sinne der Mainstream-Kosmologie beispielsweise kann ich ja, habe ich auch getan, sehr differenziert zeigen, wo das liegt. Auch in einem vernunftmäßigen Sinne, in einem nachvollziehbaren Sinne. Und es bleibt immer die Frage, warum haben sich die Dinge so entwickelt? Natürlich, wo fängt das an? Wo hört das auf? Wo sind die Weichen gestellt worden? Das Christentum spielt eine ganz große Rolle. Es ist nicht sinnvoll, jetzt alles an dem Christentum festzumachen. Aber das Christentum spielt eine ungeheure Rolle. Hat ja eine ganz große, mächtige, auch nicht nur Leib- und Naturfeindlichkeit, ja auch eine Gewissensversklavung und eine Not in die Seele gebracht durch den auch Irrwitz der christlichen Erlösung, dieses Gedankens der Erlösung, der ist ja kaum auszuloten. Und der hat natürlich in der abendlichen Geschichte eine große Rolle gespielt. Und natürlich die griechische Philosophie, die Weichenstellung dort, der Sokratismus, der absolut gesetzte Rationalismus, das alles sind Elemente. Und man kann viel nennen, warum das sich so hat entwickeln müssen. Andererseits möchte ich darauf hinweisen, dass es auch nicht christliche Systeme auf diesem Planeten gibt, die ab einem bestimmten Level der Organisation zu genau denselben zerstörerischen Handlungen neigen, wie wir es hier im Abendland sehen. Nun kann man ja auch sehen, dass weltweit auch das abendländische Modell kopiert wird. Das ist richtig. Natürlich ist es wieder ein eigener Punkt. Mhm. Ich meine jetzt auch nicht, dass man sozusagen den Bösewicht schlechthin jetzt ausfindig gemacht hätte. Mhm. Was ja viele auch ganz vordergründig dann sagen in der neueren Philosophie, eben Descartes mit seiner Trennung der Res Cogitas, Res Extensa, sei nun der Erzbösewicht gewissermaßen. Obwohl natürlich er entscheidende Weichen gestellt hat. Aber ich glaube, die Schwierigkeit besteht darin, dass man, wenn man fragt, warum der Mensch die Erde zerstört, in unsere innersten Wurzeln hineingehen muss. Und das tut wirklich weh. Man muss sich fragen, was machen wir eigentlich? Worauf sind wir eigentlich angelegt und was geschieht wirklich? Und das ist ein schmerzlicher Prozess und da gibt es viele Tabus. Und das muss man auch sagen, es gibt auch in der ökologischen Szene ganz bestimmte Tabus. Freilich. Es gibt eine Spiritual Correctness, die darfst du nicht verletzen. Und dann bist du sofort in diesen Kreisen ein mit Misstrauen beäugtes Subjekt. Also, wenn wir jetzt also das so sehen, dass in diese Krise uns zwingt, uns mit der Wurzel zu beschäftigen, auch mit dem Warum, dann komme ich nochmal auf das Gemeinte zurück. Also ohne der Krise sozusagen den Stempel zu geben, deswegen gibt es sie, aber da wir in der Krise sind, könnte doch genau darin auch eine Chance oder beziehungsweise Aufgabe liegen, dass wir, ob wir wollen oder nicht, mit der Aufgabe konfrontiert sind, an diese Wurzeln zu ziehen. Ja, das ist sicherlich bis zu einem gewissen Grad auch richtig. Übrigens, mein alter Freund Rudolf Bauer hat genau das immer gesagt. Er sagt sozusagen, die ökologische Krise ist ein Anstoß in gewisser Weise, der uns dazu zwingt, sich endlich mal mit dem Wesentlichen zu befassen. Sich endlich mal der eigenen Wesenskräfte zu erinnern oder an diese zu erinnern. Das ist natürlich bis zu einem gewissen Grad richtig. Und das gilt ja auch in der individuellen Biografie. Wenn du in eine Grenzsituation gerätst, dann denkst du plötzlich über Leben und Tod nach. Wenn du zwischen 30 und 50 bist, alles ist okay, alles ist sozusagen Paletti, alles läuft gut, dann
ist das alles, der Tod ist weit weg, die Geburt war lange zurück, alles ist in dieser Zwischenphase, scheint okay zu sein, wenn das Bankkonto gefüllt ist. Ja? So, wenn, ja. Aber, das setzen wir mal voraus. Aber wenn ein Schicksalsschlag kommt, wenn etwas Unvorhergesehenes passiert, ein naher Angehöriger plötzlich schwer krank ist oder wie einen schweren Unfall hat und so weiter, dann begreifst du plötzlich, du bist gezwungen, dich mit dem auseinanderzusetzen, was sowieso mit dir angelegt ist. Und das gilt natürlich kollektiv. Die ökologische Krise im weiten Sinne zwingt uns dazu, könnte uns dazu zwingen, faktisch tut sie es ja nicht eigentlich, aber sie könnte uns dazu zwingen, wirklich nochmal nach uns selber zu fragen. Und da kommt man doch wieder auf die Frage, was ist der Mensch überhaupt? Er ist ein biologisches Wesen, ist ein physisch-sinnliches Wesen, aber er ist eben auch ein metaphysisches Wesen. Er ist in diesem Sinne ja immer ein Doppelwesen. Das ist ja das, das muss man einfach mal begreifen. Mhm. Wenn wir beide hier so sitzen und im Fleische, dann ist das ja nicht das Ganze, sondern wir sind ja auch als seelisch-geistige Wesen immer auch auf eine rätselhafte Weise anwesend und nicht anwesend gleichzeitig. Da ist ja mal ein fluktuierendes Etwas, natürlich, ein auratisches, ja, um das mal so zu nennen, anwesend, was das ganze Spiel mitbestimmt. Als Musiker rede ich immer davon, wie verstehen wir überhaupt? Ja, wenn, es sind ja nur Schallwellen. Ja. Es ist eigentlich nur bewegte Luft, die zwischen uns ausgetauscht wird und dein Trommelfell in Bewegung bringt und dort irgendwelche bioelektrischen Vorgänge auslöst. Aber das ist ja nicht das, was wir verstehen. Also diese Verbindung, die uns überhaupt zum Verständnis bringt, die kann nicht nur physisch sein. Also da bin ich, glaube ich, auf der Ebene nahe bei dem, was du sagst. Ja, es gibt das Auratische. Ja. Also das Feld, in dem wir uns bewegen, ist sozusagen der Träger unserer Gedanken, unseres Austauschs. Und während wir miteinander sprechen und glauben, das sind unsere Einfälle, könnten die Informationen so auch von Gott weiß woher kommen. Da bin ich vollkommen richtig. Also wir haben diesen auratischen Zusammenhang, der macht uns ja auch zu Menschen. Mhm. Das ist ja das Menschliche. Wenn der nicht da wäre, würde man ja autistisch abgekapselt sein. Es gibt ja solche Menschen. Aber es gibt diesen Zusammenhang, es gibt dieses Fluidale, es gibt natürlich das Auratische, was das Menschliche ermöglicht, was auch eine Liebesbeziehung ermöglicht, das Herz und so weiter, was aber auch überhaupt den Menschen auszeichnet in seiner Würde. Ich habe ja irgendwo, glaube ich, in Was die Edith Will geschrieben, wenn man das Ich in der Tiefe wirklich denkt oder das Selbst, dann kommt man eigentlich auch zu einem ökologischen Selbst. Es ist gar nicht menschlich, den Einzelnen vollkommen als isoliertes Wesen zu betrachten. Das hat ja zum Teil die abendländische Philosophie dann auch gemacht, eben dann auch Descartes. Ich zweifle mal an allem, absolut an allem, alles kann eine Täuschung sein. Aber der Zweifler selber, den gibt es ja, bleibt dann beim Ich hängen. Aber das ist dann Solipsist. Das ist dann Solipsismus, bleibt da beim Ich hängen und das ist doch aberwitzig. Mhm. Man kann ja auch dann den Zweifel und die Skepsis bis zum Irrsinn treiben. Ich sage ja öfter, ich finde immer noch, dass auch die sogenannte Aufklärung gute und wichtige Elemente in sich birgt. Ich möchte nicht die kritische Vernunft an draußen vor der Tür abgeben. Ich möchte auch einen nüchternen Pragmatismus und eine Bodenständigkeit und einen klaren Verstand und einen kühlen Kopf nicht an der Tür abgeben. Trotzdem rede ich vom Auratischen. Ich finde nicht, dass es sich widerspricht. Gerade der kühle Kopf hilft mir dazu, nicht auf eine falsche Weise sozusagen zu kochen und mich dann sozusagen zu zerstören. Nein, es ist wichtig, dass man den Menschen in seinen gesamten Fakultäten im Zusammenhang sieht. Und das ist ja eben total entgleist. Mhm. Also der abendländische Rationalismus ist entgleist, weil er irgendwann mal den Menschen nur noch als Vernunftsubjekt gesehen hat, auch unter Abspaltung der Leiblichkeit. Und ein Ökologismus im Sinne auch der Systemtheorie, das habe ich auch in Was die Erde will und anderswo versucht zu zeigen, ist eben dann auch eine Verengung, wenn er das menschliche Wesen, die menschliche Wesenheit verkürzt auf einen Strang im ökologischen Netzwerk. Wir sind eben nicht nur der Strang im ökologischen Netzwerk, das sind wir auch. Wir sind eben mehr. Der Mensch ist auf was Höheres angelegt. Der Mensch, jeder Musiker, das hast du ja auch angesprochen, weiß es in der Tiefe und alle großen Musiker haben es ja auch praktiziert, alle großen Denker und alle spirituellen Wesenheiten überhaupt, gehen ja davon aus, wenn ich den Menschen beschränke
auf diese kurze Phase zwischen Geburt und Tod und ihn einschränke, auch ökologisch jetzt noch angefacht, auf ein irgendwie mehr oder weniger intelligentes Tier, wird uns das nicht weiterhelfen. Man muss schon sehen, dass welche Möglichkeiten der Mensch hat, auch im negativen Sinne. Es gibt eben Monstrositäten, das habe ich auch gezeigt. Die Atombombe ist ja nicht vom Himmel gefallen, sondern die ist entstanden aufgrund einer ganz bestimmten langen Entwicklung der abendländischen Geistesgeschichte. Und auch da, lieber Johannes, sind ja viele Zeitgenossen der Spiritual Correctness von einer unfassbaren Naivität. Ja, irgendwie ist dann auch die Atombombe ganz okay und die Quantentheorie wird geliebt und die Relativitätstheorie wird umarmt. Man weiß gar nicht mehr, dass die Atombombe das Resultat, der Wechselbalg von spezieller Relativitätstheorie, Quantentheorie und einer bestimmten politischen Konstellation ist. Weil man glaubt, dem Hitler würde die Bombe bauen und dann haben die Amerikaner sozusagen ihr ganzes Projekt im Schnellverfahren durchgezogen. Man wollte Hitler zuvorkommen. Also auch die spirituellen Geister im Sinne von Physik gleich Mystik, ja, Capra etc., seit Jahrzehnten ja ein wichtiges Thema, ging ja immer davon aus, dass das irgendwie alles okay ist. Ja, das sind eben Energien und die gehen so und da kann auch mal schief gehen, aber letztlich führt uns das alles weiter. Und das ist schwierig, weil dann verkennt man, glaube ich, das, was der Mensch ist. Was ist denn im Menschen angelegt? Guck mal, in der Erlösung der Natur. Was ist die Erlösung der Natur im Sinne dieses Buches? Die Erlösung der Natur ist ja Erlösung auch in einem spirituellen Sinne. Ich sage ja sogar so weit zu sagen, dass die letzte Erlösung, der kosmische Anthropos, in letzter Form ja gar nicht mehr inkarnierbar ist. Mhm. Ich gehe ja letztlich von diesem Gesamtzusammenhang aus. Eine Existenz zwischen Geburt und Tod alleine betrachtet, ist eine Farce. Mhm. Ist sozusagen, ja, dann könnte man sagen mit Thomas Bernhard, wenn der Tod das letzte Wort hat, ist nichts ernst zu nehmen. Dann ist es sowieso vollkommen sinnlos. Ja. Wenn der Tod tatsächlich das letzte Wort hat, der physische Tod, sozusagen Klappe zu, Schluss, dann ist das nicht ernst zu nehmen. Mhm. Dann kann nichts mehr ernst genommen werden. Wozu ein Gespräch, wozu überhaupt irgendetwas? Ja, wozu auch Bemühungen. Ne? Wozu auch Bemühungen. Aber dann auch wozu Evolution. Also wozu Evolution. Ich gehe doch dann doch davon aus, dass dieser gesamte Prozess der Evolution, auch wenn ich ihn ganz anders denke als der Neodarwinismus, dann doch irgendwie darauf angelegt ist, dass sich etwas herauskristallisiert und dass dann auch die menschliche Gestalt, auch in ihrer Geisthaftigkeit, etwas Kostbares ist. Etwas Wunderbares ist, auch in der Ich-Gestalt. Und wenn diese Gestalt sozusagen immer wieder besudelt wird, wenn man den Menschen eigentlich seine Würde raubt, was geschieht ja heute, faktisch, dann was soll da rauskommen? Man muss ja im Gegenteil den Menschen eigentlich immer wieder daran erinnern, dass er dieses Potenzial in sich hat. Ich habe da kürzlich auch mit Erwin Laszlo mal einen interessanten Austausch gehabt anlässlich der Wiederauflage seines Buchs Science and the Akashic Field. Also Er ist ja heute so, dass er das, was früher noch das Informationsfeld oder sowas hieß, einen technischen Begriff hatte, dafür sagt jetzt Akasha-Feld. Und da steckt ja dieses Element des Erinnerns, interessanterweise. Ja. Ne? Ja. Das heißt also, diese Information, die man rein physikalisch beschreiben kann, hat bei ihm eine Komponente bekommen, die da steckt, wo du das Auratische ansiedeln würdest. Das heißt, es ist eine Erinnerung und diese Erinnerung zwingt sozusagen dazu, einen Sinn anzunehmen. Ja, sonst gäbe es das nicht. Also wenn es nur ein mechanischer Prozess wäre, ein rein mechanisch-physikalischer Zweck, würde der Sinn der Erinnerung unsinnig sein. Ich würde sogar, entschuldige, dass ich das... Ich will dich nicht unterbrechen, ich will nur kurz sagen, ich würde sogar sagen, wenn das nicht so wäre, wenn es diesen Sinnzusammenhang nicht gäbe, wäre auch Erkenntnis gar nicht möglich. Ja, das heißt, letztendlich die Folge von all dem, dass nicht, über dem rein physikalischen etwas waltet oder es vielleicht sogar immanent ist, ja, das, wo wir zum Beispiel so ein Wort wie Sinn plötzlich erfahren und fühlen. Also es ist ja keine hohle Formel. Wo es eben nicht eine Projektion nur ist. Dann kann, wie man sagen könnte,
Was ist der Sinn des Lebens? Ja Gott, der Sinn des Lebens, was weiß ich. Ja, nein, allein die menschliche Gestalt, das Auratische, die Erinnerung, die Erkenntnis, wenn es sie denn gibt, und davon, das glaube ich, zeigt ja, dass eine Sinnhaftigkeit angelegt ist. Das ist nicht eine Projektion, eine Phantasmagorie, wie man ja sagen kann, hier die Intellektuellen, die sich am 20. Jahrhundert, das weiß wir, geradezu daran hochgezogen haben. Das Leben ist sinnlos, eine Entropie zerstört ohnehin alles. Also wozu überhaupt, und männlich auch, sitzen, der Körper trägt sie noch ganz gut, sie werden noch versorgt. Aber so diese nihilistische Haltung, diese Grundhaltung, es gibt nur zwei Dinge, die Leere und das gezeichnete Ich, sagt Gottfried Benn. Ja, das ist natürlich eine auch irgendwie eitle Attitüde des Mannes, der das alles, der das dann so sagt, aber letztlich doch auch getragen wird. Ich meine, Sinn und Erkenntnis und Erinnerung sind ganz eng miteinander verbunden. Wenn man überhaupt der Auffassung ist, dass der Mensch irgendeinen Zusammenhang der Welt erkennen kann, ich glaube, dass er das kann und dass es auch Belege dafür gibt, dass er es kann, dann muss man davon ausgehen, dass es einen Geistzusammenhang gibt und der menschliche Geist in irgendeiner Form eine Manifestation dieses größeren Zusammenhangs dann ist. Dann aber, wenn man dem folgt, und das tue ich, dann hat es unmittelbar Einfluss auf die Art und Weise, wie wir das Ganze betrachten. Ja. Erstens, wir sind uns einig, dass es dann nichts Unbeseeltes geben kann. Ja, richtig. Also das muss man in der Analogie einfach schließen. Und zweitens können wir nicht mehr den Punkt ausmachen, wo die Information in Materie übergeht, beziehungsweise die Materie sich in Informationen auflöst. Also die Kleinheit der Dinge, um das mal jetzt vom Physikalischen her zu betrachten, jeder meiner Teile muss ein Geist tragendes Element sein. Und wo hört es auf? Bei den Quarks, beim Superstring? Oder wo hört auf die Materie als Träger von Geist funktionieren? Ja, da würde ich zunächst schon mal sagen, dass du solche Begriffe verwendest, die würde ich schon ablehnen. Das sind extreme Konstrukte, die sind nicht wirklich. Ja, sie sind heute einfach gehandelt. Ja, das ist mich wunderte eine Währung. Ein typisches Beispiel, als du in deinem Interview, was an der Hagia Kura abgedruckt wurde, gesagt hast, du gehst wie selbstverständlich von 3,5 Milliarden Jahren aus. Das ist eine Fiktion. Man kann andere Prämissen setzen, das habe ich auch getan, dann wären diese Zeitangaben hinfällig und dann wären auch diese Begriffe. Das ist einfach eine Währung, mit der erstmal so gehandelt in der Wissenschaft gehandelt wird. Ja. Nein, ich gebe dir recht. Also wenn man überhaupt etwas erkennen will, muss man davon ausgehen, dass buchstäblich alles beseelt ist. Ja. Natürlich ist diese Beseelung in sich wieder vielfältig gegliedert, hat natürlich auch im Sinne der Holon-Theorie und der Systemtheorie so schwachbrüstig sie auch oft ist, aber ist was Wahres dran. Es gibt Ebenen. Zunehmende Komplexität, Holarchien, wenn man das Wort Hierarchie ökologisch, spirituell korrekt nicht so mag, weil man ja weiß, das ist so missbräuchlich verwendet worden. Das wissen wir ja alle, wenn man schon scheu, jetzt von Hierarchien zu sprechen. Ach, wenn man das jetzt mal einbezieht, muss man doch sehen, es gibt höhere Ordnungen, komplexere Ordnungen, bewusstere Ordnungen. Ja. Und das sieht man ja auch in der menschlichen Existenz auf diesem Planeten. Es gibt Bewusstsein, es gibt das Unbewusstsein, schon in der buddhistischen Philosophie, ja auch die Entwicklung zum bewussten Erkennen der eigenen Existenz. Aber wenn Erkenntnis möglich ist, das muss man in aller Schärfe sagen, dann leben wir in einer Welt, die von Geist durchdrungen sind. Erkenntnis ist ohne Geist nicht zu haben. Wir leben in einer Welt, die in ihrer Grundordnung Geist ist. Ihrer Grundordnung Geist ist. Das heißt nicht, dass man fantastisch das Materielle, das physische Materielle auch in seiner Gestalthaftigkeit einfach leugnet oder einfach überspringt. Oder sagt, es ist einfach, oder dieser Irrsinn zum Teil in verschiedenen esoterischen Szenen, du bist der Schöpfer deiner Realität in jeder Sekunde. Das ist doch aberwitzig.
Das erzähl bitte mal einem Gefolterten irgendwo auf dieser Erde. Dann geh mal in die Verliese dieses und jenen Systems und sag, du hast Junge, du hast was selbst. Was redest du da? Du bist in jeder Sekunde der Schöpfer deiner Realität. Das ist einfach Irrsinn. Das kann man nur sagen, wenn man gemütlich irgendwo sitzt. Als Hedonist. Als Hedonist, wenn es alles irgendwie okay ist. So einfach kann man sich's nicht machen. Obwohl natürlich ein Gran Wahrheit auch wieder dran ist. Nicht? Wenn wir den Kontext nehmen, aber da komme ich nie über einen bestimmten Zynismus hinweg. Ja, selbst wenn ich den Kontext nehme, fühle ich mich nicht wohl dabei, zu glauben, dass sozusagen die Realität immer nur das ist, was ich kreiere. Es kann schon allein deswegen nicht sein, denn wenn wir hier sitzen, bist du Teil meiner Realität und selbstverständlich ich Teil deiner Realität. Das heißt, die Realität kann nur zwischen uns beiden schon nur das Ergebnis von uns beiden sein. Ja, also ich meine, man braucht diesen Gedanken im Grunde genommen nicht ernsthaft weiter zu verfolgen. Er ist natürlich eine ganz abgeflachte, postmoderne Variante der idealistischen Vorstellung. Ach, da würde ich noch tiefer gehen. Das ist eigentlich Naturzauber. Ja, das ist also, das muss man nicht ernsthaft annehmen. Jetzt habe ich heute früh mein noch nicht mal 6 Stunden altes quasi Enkelkind bestaunt, das heute Nacht geboren ist. Ich meine, das ist ja eine harte Schule. Ja. Da liegt jetzt ungefähr so 50 Zentimeter lang. Liegt er da und sieht erstaunlich gut aus. Also ich finde, er ist nicht mal verfaltet oder so, er kommt wirklich fantastisch schön auf die Welt. Und dann weißt du, hoppla, Bursche, bist du dir sicher, was du da tust? Denn es ist ja ernst gemeint. Allerdings, ja. Und, und dann gehen ja durch den aufgeklärten Mind gehen ja verschiedene Etappen, ja, von der Sentimentalität über das wirkliche Gefühl, über die eigene Biografie, du siehst dann die Ahnenkette und du siehst dann dieses und du wanderst am Schluss weiter bis zum Zustand der jetzigen Welt und sagst, warum bist du jetzt gekommen in diesen, jetzt sagen wir es mal so banal, in diesen Mist? Ja. Was ist deine Aufgabe? Wirst du beitragen? Und wenn ja, in welcher Form? Warum bist du da? Als wer bist du gekommen? Die Frage, also das ist die Frage wieder, wir sind wieder beim Gemeinden. Ne? Also, ja. Und interessant, das möchte ich noch hinzufügen, dass es gibt irgendeine Art von Resonanz, wenn man sehr kleine Kinder anschaut. Ich habe mich da vielleicht ein bisschen sehr sensibilisiert dafür, aber ich habe den Eindruck, dass allein die Tatsache, dass wieder jemand gelandet ist, also in dieser Inkarnation, ich meine nicht vom Außerirdischen ins Irdische, sondern in dieser Inkarnation, also in der physischen Manifestation gelandet ist, dass es kein Ende gibt. Also das, was du vorhin gesagt hast, ja, wenn der Tod das Ende wäre, dann was soll das Ganze? Und allein die Tatsache, dass hier wieder ein Wesen ankommt, mit dem du dich verständigen kannst, und zwar schon jetzt, dieses Aurapische ist ja jetzt schon wirksam. Ja. Und da ist keine Babysprache am Laufen. Wir reden ja mit einem voll ausgeprägten menschlichen Wesen, also der als kosmischer Anthropos quasi sich gerade inkarniert hat, unter unendlichen Mühen wahrscheinlich. Und da bleibt eine Kontinuität übrig. Und das setze ich gern in Beziehung zu der kritischen Situation, in der sich der Globus im Moment befindet. Ich finde das sehr schön, dass du so fragst, denn die Frage ist natürlich naheliegend. Man sieht dieses Wesen, man sieht dieses kleine Wunderwesen, was da so heran da ist, geboren wird und dann auch ja einen langen Prozess erstmal vor sich hat, völliger Hilflosigkeit. Also das Ganze ist doch eine Entwicklung, die, wo man diese Sinnhaftigkeit deutlich spürt. Und natürlich dann die Frage, warum inkarniert sich... Macht sich jemand die Mühe? Macht sich jemand die Mühe, hier einzutauchen? Was soll es denn mit ihm in diesem Ganzen? Wer ist er denn? Und was soll und will er denn hier tun? Wir haben ja auch schon früher mal darüber gesprochen. Du hast mal gesagt, eigentlich kann man sich hier in der Nische relativ bequem machen. Wenn du kannst ja die Hängematte aufbauen, ja? Kann man. Aber man hat auch das Gefühl,
Das ist es nicht. Ja, warum haben wir es nicht getan? Die Frage warum ist ja, baut man warum sich die Hängematte nicht auf? Ja. Weil man das Gefühl hat, dass durch die Hängematte irgendetwas verfehlt wird. Mhm. Auch wenn es verdammt hart ist, bestimmte Dinge zu erarbeiten und wenn es auch Kampf bedeutet. Warum aber ist es so? Warum hast du persönlich das Gefühl, es wäre das Falsche? Oder warum hast du es nicht gemacht? Ist ja auch, dass man das so macht, das ist ja auch wie ein von seinem Künstlertum Besessener, etwa als Komponist, der ja auch nicht anders kann. Also ich würde sagen, das ist so mit mir verbunden, dass ich mich eigentlich fast, möchte ich sagen, für gar nichts anderes ernsthaft interessiere. Und mein eigenes Glück, mein eigenes Wohlsein würde mir schal und eigentlich fast unappetitlich vorkommen, wenn ich nicht gleichzeitig wüsste, dass ich für dieses Ganze meinen Einsatz leiste. Wie groß er wirklich ist, kann man dahingestellt sein lassen, aber es muss ihn irgendwie, es muss diese Rolle, diese Funktion in irgendeiner Form geben. Es sei denn, ich erliege nun einer monströsen, mich maßlos selbst überschätzenden Fantasie. Ich erliege einem Wahn. Natürlich kann ich immer sagen, muss man auch manchmal sich kritisch fragen, bist du nicht Teil eines Wahnsystems? Wenn wir diese Frage aufnehmen und sie mal an uns heranlassen, könnte es doch auch sein, dass unsere Auffassung vom Zustand der Welt, vom jetzigen Zustand der Welt, maßlos überzogen ist. Also ich würde jetzt für mich nicht in Anspruch nehmen, dass ich mich vor was fürchte. Aber um es einfach mal mit dem Wort Furcht zu formulieren, wir fürchten, dass es ein schlimmes Ende nehmen kann. Das könnte ja auch einfach das Ergebnis unserer etwas übersteigerten Gehirne sein, die eben nicht anders können, wie du sagst, als sich ständig irgendwie darum zu bemühen oder darum zu denken. Man kann es ja auch gar nicht anders. Man kann ja, alles andere wäre verlogen. Ich könnte mich nie vor einen anderen Karren spannen lassen, nie in ein anderes Projekt einsteigen. Es ginge nicht, ich würde mich selbst verraten. Ob das dann eine Täuschung ist im Letzten, kann ich auf sich beruhen lassen. Es würde mich ja komplett verkrampfen und mich lähmen geradezu, wenn ich mir nun ständig sagen müsste, es könnte auch alles ganz anders sein. Okay, theoretisch, intellektuell kann ich mir das ausmalen, aber das kann da keiner durchhalten. Also, ich könnte es nicht durchhalten. Ich bin davon überzeugt, ohne dass ich in die Welt gehe und sage, Leute, so ist es. Im Gegenteil, das habe ich ja vorhin schon gesagt, je älter ich werde, umso mehr denke ich, genau das nicht zu tun. Und gerade jemand wie ich, der jahrelang, Jahrzehnte in der Öffentlichkeit tätig war, hunderte von Vorträgen gehalten hat, in den verschiedensten zusammen, geht eben ganz bewusst seit 2-3 Jahren zurück und sagt, diese Podien möchte ich nicht mehr bedienen. Ich will es aber nicht. Das heißt nicht, dass ich meine Aufgabe zurücknehme, sondern nur, dass ich diese, sozusagen diese Manifestation zurücknehme. Und mich sozusagen zurücknehme, ob ich nicht vielleicht in einem höheren Sinne dann, wenn du mir dieses Bild nochmal gestattest, demjenigen gleiche, der auf dem Lager liegt, aber den Bären ausschickt. Und das habe ich gerade gedacht, das war das, was ich aufgetreten habe. Und ich habe es natürlich in Beziehung gesetzt zu meiner eigenen Situation, biografischen Situation gerade, wo ich mich darauf vorbereite, wahrscheinlich die nächsten Monate und Jahre mehr als sonst, was ja auch schon viel war, einfach unterwegs zu sein. Und es ist ja nicht so, dass ich hier auch, so wie du nicht theoretisierst, theoretisiere ich auch nicht, sondern ich lasse in meinem Hinterkopf ablaufen etwas, was mir hilft, mich vorzubereiten auf diese Phase, wo ich weiß, ich werde sehr, sehr viel unterwegs sein, mit unglaublich vielen Menschen zu tun haben und sprechen und Dinge bewegen und möchte das, was du den kühlen Verstand nennst, den möchte ich in jedem Fall pflegen und behalten. Und dann suche ich jetzt etwas Neues für mich. Und das ist in unserem Gespräch noch nicht vorgekommen, nämlich die Weisheit in dem, was ich tue.
Also ich möchte, wir sind unter uns, niemand von uns muss jetzt rot werden. Ich sage einfach, ich möchte gerne, dass das Wirken weise ist. Also Weisheit ist aus meiner Sicht nichts, was man besitzen kann oder wo man sagen kann, ich bin weise. Mhm. Deswegen möchte ich so formulieren, aus meinem Wirken, mein Wirken soll von Weisheit getragen sein und die ist nicht mein privater Besitz oder etwas, was ich mir erarbeitet habe, sondern es ist das Ergebnis einer dienenden Haltung. So könnte ich es vielleicht beschreiben. Ja, ich finde das, ja. Und jetzt sehe ich da irgendwo eine Schnittstelle zwischen uns, denn das, was du tust, wenn du sagst, du ziehst dich letzten Endes auf das Lager dieses Kriegers zurück, der dann den Bären ermöglicht, ist es eine komplementäre Bewegung, zu der die vor mir liegt, aber die Essenz davon spüre ich, jetzt im auratischen Feld, spüre ich ähnlich, wenn nicht sogar gleich. Und darüber möchte ich gerne weiter den nächsten Gedanken jetzt mit dir spinnen. Weil das auch ein Anliegen ist. Ja, also das Wort Weisheit habe ich noch gar nicht benutzt. Benutze ich sowieso nur mit größter Zurückhaltung. Obwohl es mir gerade... Ja, wir haben zwei, drei Wörter, die wir nicht... Ja, es gibt... ich mag das Wort sehr. Ja. Und setze es gerne auch im Gegensatz zur Klugheit, zur reinen Intellektualität, obwohl die auch ihren Platz hat. Mhm. Und ich bin ja jemand, der, das weißt du ja auch, seine Intellektualität... ja auch sagen wir mal, relativ ausdifferenziert hat, aber noch immer, hoffe und glaube ich jedenfalls, auf der Folie eines ganz anderen Getragenseins, einer, wie ich es gerne nenne, höheren Vernunft, bescheidener erstmal nenne, höheren Vernunft, die das Ganze einbettet. Und darunter oder darüber liegt natürlich auch etwas wie Weisheit, ich bin Philosoph, würde mich als einen solchen noch bezeichnen. Und der Philosophos ist der weisheitsliebende Mensch, der auch nach dieser Weisheit strebt. Und natürlich ist für mich die Weisheit ein hohes Gut. Ich glaube, dass es so etwas wie Weisheit gibt und dass der Mensch auch die Fähigkeit hat, in diese hohe Zone zu gelangen. Und benutze aber aus gutem Grund diesen Begriff nur sehr selten. Übrigens ja auch wie den Begriff Liebe benutze ich ganz selten, weil er inflationär verwendet wird. Ich habe mal in einer Diskussion erlebt, da wurde das Podium bestückt mit Personen, die von der Liebe sprachen. Man kann auch sagen, fabulierten und das Publikum. Und dann bin ich aufgestanden und habe gesagt, ich mache einen Vorschlag. Ob wenn ich mal eine gewisse Zeit lang dieses Wort Liebe einfach mal aus dem Sprachschatz streichen, weil es so unsäglich missbraucht worden ist. Weil da wurde heftig widersprochen. Mhm. Nein, das ist nicht richtig. Mhm. Du weißt, dass wir mal 2 Jahre das Wort Kind und das Wort Schule aus unserem Wortschatz gestrichen hatten. Das kann man nur empfehlen. Das ist also enorm. Es ist ganz heilsam, wenn man so ein inflationär gebrauchtes Wort einmal mal streicht, das wird dann leicht so ausgelegt, als ob man lieblos sei. Du erinnerst dich an meinen Vortrag in München. Ich weiß, München. Auch die Diskussion ist ja darüber gegangen. Man hat mir vorgeworfen, das Wort Liebe nicht verwendet. Ja, warum nicht? Eine Hörerin damals in München 1999, bei dem Vortrag im Herbst, bei dem Kongress, die war ganz empört, warum ich nicht das Wort Liebe verwendet hätte. Und da hast du dich noch, wir haben es noch drüber nachgedacht. Ja, freilich. Das heißt ja nicht, dass mir dieses ein hohes, kostbares Gut ist. Gerade weil es so ist, will ich es nicht inflationär verwenden. Und es ist auch mit dem Begriff Weisheit so. Es gibt noch andere Begriffe, die ich kaum verwende. Das müsste dir auch in meinen Büchern auffallen. Ganz bestimmte Dinge sage ich aber nicht. Das heißt, dass es sie nicht gibt. Nein, aber das ist ja... Also das würde ich auch als Teil der Information, also des Informationsfeldes betrachten. Also ich denke, dass wir in vieler Weise, in der Art, wie wir sprechen oder wie wir schreiben, die Essenz dessen, was wir nicht sagen, ausdrücken. Und einige tun das sehr kunstvoll. Also ich schätze dich als jemanden, der in der Lage ist, die Dinge so auszudrücken, dass die eigentliche Essenz sozusagen über den tatsächlich gesagten Wörtern schwebt und sie eigentlich füllt und die Resonanz erzeugt.
Und es gibt andere, die müssen es einfach explizit sagen und hören, damit es überhaupt in ihnen klingt. Da gibt es wahrscheinlich eine Menge Differenzierungen. Ich will das Wort Weisheit jetzt auch nicht in dem Sinn verwendet haben, dass wir über Weisheit sprechen, sondern die Richtung andeuten, in der ich fühle, ein Teil unserer Aufgabe zu liegen scheint. Das würde ich unbedingt sagen. Ich meine, wenn ich mich als Philosophen bezeichne, um das nochmal zu sagen, auch als einen weisheitsliebenden Menschen, dann ist ja immer impliziert, dass so etwas wie Weisheit vorhanden ist. Schelling sagt mal sehr schön, der Begriff Philosophie als Weisheitsliebe wäre sinnlos, wenn es nicht auch in der Welt, in dem Ganzen so etwas wie Weisheit gäbe. Es muss ein Prinzip der Welt sein. Wenn es das nicht wäre, kann ich es auch nicht lieben und suchen. Da ist ja beides, die Liebe und die Weisheit, das Streben nach etwas, was ja auch mit Erkenntnis zu tun hat, was ja auch real ist. Wenn ich das als irreal betrachte, ist Philosophie eigentlich sinnlos. Ja. Nur würden ja viele heute sagen, ja, Herr Kirchhoff, ja, Ihre ganze Gerede über Philosophie, das ist doch nur die alte Philosophie. Also wir als Skeptiker, als Nachkantianer und als Erkenntnistheoretiker, das haben wir doch alles abgehakt. Okay, sag ich, gemach. So einfach sieht es nicht aus, aber viele reden ja dann so. Die Lehrstühle sind ja voll mit solchen Leuten, die so reden, weil sie meinen, sie sind allein von diesem alten Begriff der Philosophie ganz weg. Ich finde, dass sie damit der Philosophie keinen Gefallen tun und letztlich auch dann, ich möchte fast sogar sagen, die Philosophie verraten im tiefsten Sinne. Aber das setze ich immer voraus. Ich setze das metaphysische Prinzip voraus. Ich würde noch jetzt mal weitergehen. Ich setze das Göttliche voraus. Es ist mir ganz unappetitlich, wenn viele allzu schnell vom Göttlichen reden. Da wird mir ganz schlecht. Aber es heißt ja nicht, dass das Göttliche nicht vorhanden ist. Und das heißt ja nicht, dass es nicht Weisheit gibt. Das heißt nicht, dass es nicht Schönheit gibt. Schön ist ja auch nicht nur ein projektiver Begriff. Das Gute, das Wahre und das Schöne im Sinne des Neoplatonismus, kann man sagen, na gut, das ist eine idealistische Fiktion, das ist doch keine Wirklichkeit. Würde ich nicht sagen, da ist was drin, das Wahre in irgendeiner Form auch das Gute und das Schöne ist. Das ist natürlich schwierig, das so vordergründig zusammenzuschließen, aber da ist natürlich etwas enthalten. Und das ist mir sehr kostbar und das hat auch mit all dem zu tun, wovon wir reden. Wenn ich das ganz aufgebe, tja, wo lande ich da, nicht? Ich lande in einem für meine Begriffe öden Zustand. In einem, ich würde dann auch noch sagen, weil ich ja auch ein großes Interesse habe an den Dingen und auch mich schnell entflammen lasse für die richtig wichtigen und guten Dinge, für mich wäre es dann auch langweilig. Weil eine solche Erkenntnisbemühung, wie ich sie versuche voranzutreiben, ist auf jeden Fall eines nicht. Sie ist nie langweilig. Mhm. Weil man reibt sich ja immer an diesen Dingen, an den Widerständen und man strebt nach dem Höchsten, nach der Weisheit, nach dem Göttlichen, dem. Man traut sich ja all diese Begriffe, aber ich rede schon gar nicht von höheren selbst. Wir sind völlig unter uns, wir dürfen sie verwenden. Ja, aber ich finde auch, wenn man ihn mal wegnimmt aus der esoterischen Verflachung in der Szene, finde ich auch den Begriff höheres selbst sehr gut. Ich benutze ihn nur nicht, weil er abgelutscht ist. Ich auch nicht und ich deswegen nicht, weil ich versuche zu vermeiden, mit dem Wort höher eine räumliche Debatte auszulösen. Ja, Höhe ist für mich nicht räumlich. Also ich sehe da nicht eine Stufenleiter, sondern ich versuche immer noch das Integrale wahrzunehmen. Also es ist mehr Komplexität, es ist mehr, es ist näher an etwas und solche Dinge sind... Aber Johannes, es kommt natürlich aus der, das habe ich auch in der Erlösenden Natur gezeigt, in einem Kapitel, es kommt natürlich eben aus der geozentrischen Kosmologie, wo das Höhere tatsächlich... das Höherwertige ist, das auch wo das jenseits der Mondsphäre einfach die himmlischen Sphären beginnen. Ja. Und das ist gemeint damit. Ja, daher kommt das. Genau, ne? Genau. Das also beispielsweise die Frage, warum schauen wir immer nach oben, wenn wir von Geist reden?
Das finde ich ja interessant. Warum schauen wir nie nach unten, wenn wir vom Geist reden? Warum ist der Geist unter unseren Füßen weniger wert als der über unserem Kopf? Das ist eine interessante Frage. Also allein die Körperhaltung, ja, die Augenbewegung, ja, die zeigt, dass wir das so verinnerlicht haben, ja, dass es ein Höher gibt und ein Tiefer gibt und damit eine graduelle Abstufung des Guten gemeint sein kann. Ich meine, das ist natürlich schwierig. Also erstmal stammt das aus dem geozentrischen System, das ja doch so aussah, etwa bei Dante, dass im Mittelpunkt der Erde wirklich der Höllenfürst, der Höllenfürst. Ja, genau. Und je höher es geht, umso göttlicher wird es. Gleichwohl gibt es natürlich, kann man das ja sozusagen symbolisch betrachten, das ist mal wieder bei dem Begriff der Hierarchie, ja, ein schwieriger Begriff, Holarchie, dass es doch verschiedene Ebenen des Bewusstseins gibt, auch der Komplexität, wenn man das so nennen möchte. Und dass es auch einen Durchgang gibt. Das Evolution ist ja auch Entwicklung. Gestalten entwickeln sich in immer komplexeren Stufen und mit immer komplexerem Bewusstsein tiefer und weiter gleichzeitig, in diesem Sinne höher, auf etwas hin. Atman, Bewusstsein, wie auch immer. Ja? Auf jeden Fall einen etwas umfassenderen, auf einen umfassenderen Geist hin. Und der aber von vornherein schon angelegt ist. Also insofern... Insofern prägen sie nur was aus. Also ich hab Mühe mit dem Begriff, sie entwickeln sich auf etwas hin. Wenn du sagst, was von Anfang an angelegt ist, dann ist es ein Entfalten, ein Ausprägen, ein Manifestieren, etwas Verwirklichen. Und nimmt dem sozusagen diesen Vektor... Ich weiß, dass, wenn ich das sage, ich liebe das Wort Telos. Ja. Das ist ja das Ziel. Ja. Und dann gibt es ja die Teleologie. Ja. Und schnell kommt dann, was du sagst, habe ich oft öfter gehört, der Gedanke, ja, warum ich das dann so als Telos bezeichne. Manchmal benutze ich ja auch halb ironisch den Begriff aus der Mathematik, der Attraktor, sozusagen der... Damit kann ich besser reden. Attraktor. Es gibt dann die seltsamen Attraktoren. Ja, aber es ist ja doch auch interessant. Ich meine, der höhere Attraktor, dann heißt es ja, was ist denn nun, ist das denn so eine starre Bahn mit diesem Telos? Das meine ich ja so gar nicht. Das vektorielle Bild, das meine ich so nur sehr bedingt. Es ist natürlich im Ursprung schon angelegt. Mhm. Wie auch im sogenannten Anorganischen, das Organische schon angelegt ist. Also es ist ein Zusammenhang, es ist das Ende ist am Anfang angelegt und in gewisser Weise ist es auch umgekehrt so. Trotzdem ist es ja doch so, dass das Ganze auch wohin will. Und die Frage ist dann, Plan ist ja auch, du hast vorhin selber am Anfang das Wort Plan verwendet. Plan heißt ja, es ist ein geistiges etwas, was sich in der Zukunft entwickelt, gewissermaßen, ich sag mal jetzt etwas flapsig, vorstrukturiert. Es gibt da bestimmte Stufen, das ist der Plan. Und es gibt eine bestimmte Ordnung in der Zeit. Und da ist man natürlich wieder, siehe Anderswelt, da habe ich mir eingehend zu der Frage geäußert, überhaupt bei der Frage der Zeit. Johannes, das ist ja eine der zentralsten Fragen überhaupt. Was ist mit der Zeit? Ist die Zeit irgendwie eine Täuschung, was ich so nicht glaube? Ist die Zeit irgendwie ein gewaltiges, zyklisches System? Oder ist die Zeit etwas Lineares? Ich würde sagen, es ist alles irgendwie darin enthalten. Es ist das alles und auch wieder nicht. Es ist aber auch etwas in der Zeit, was uns vorantreibt, aber gleichzeitig gibt es immer auch das, was von der Zukunft schon jetzt ist. Das weiß das ist ja jeder. Das Keimprinzip. Ja, es gibt ja auch, jeder weiß doch aus seiner eigenen Biografie, dass er Situationen durchlebt, wo er merkwürdig ahnt, fast sogar weiß, was noch gar nicht ist. Oder wo man ja dann oft in einem anderen Menschen schon den wahrnimmt, der er sein wird in 20 Siehe, oder... Mein Erlebnis heute früh, natürlich sieht man den ganzen Menschen. Man das. Also man sieht den ganzen Menschen, man sieht das, was werden will, man sieht eine ausgereifte Gestalt in dem Keimhaften und
man begreift, dass das auch mit dem Zeitstrom verbunden ist. Und man hat ja dann die Vermutung, mal schwach gesagt, dass dieses, woraufhin sich dieses Wesen entwickelt, von Anfang an da ist. Und wenn wir das hier wissen, ja, oder ahnen, ich lass es uns mal ahnen. Ja, bitte ahnen, ja. Dann gibt es eine Wechselwirkung. Also aus meinem, in meinem inneren Kosmos ist die Zeit nicht linear, sondern sie ist in jeder beliebigen Richtung begehbar. Und das, was du sagst, ist eigentlich das, wenn wir ahnen, was da vor einem Wesen steht oder vor uns steht. Und jetzt möchte ich es konkret nochmal auf unsere Lebenssituation heute beziehen. Wenn wir ahnen, wohin das führt, können wir aus der Ahnung jetzt handeln. Das heißt, wenn wir das Bild, das in der Zukunft vor uns schwebt, verändern könnten, eine andere Vision sozusagen auffalten, ne, dass das, was wir hier als Schrecken vielleicht vor uns sehen, in etwas sich aufklappt, das eine schöne Seite hat, fast so wie die Frau Welt, ja, und wir dieses Bild schließen könnten, dann würde natürlich aufgrund dieser Wechselwirkung, die die Zukunft mit unserer Gegenwart hat, etwas in der Gegenwart sich ändern, was wir in der Zukunft bewirkt haben. Also die Vision, die wir in der Zukunft vor uns haben, wirkt Wechsel mit unserer Gegenwart und ändert damit die Geschichte, damit auch die Vergangenheit. Ja, du greifst ja zum Teil ja auch Elemente auf, die bei mir in der Anderswelt auftauchen, mit dem Boden aus der Zukunft. Richtig. Das habe ich ganz vergessen, das steht da drin, richtig. Ja. Das hat mich eben auch sehr bewegt, das dort zu finden, weil das ist ein ganz tiefes Element in meinem Leben, das ich immer wieder erfahren habe. Eben auch die Fähigkeit, in der Zukunft etwas zu ändern, jetzt mal fast wie im Science-Fiction-Sprachstil gesagt, das hilft, den Verlauf der Gegenwart zu beeinflussen. Ja, ich habe ja in der Anderswelt, wo diese Stelle vorkommt, ja zunächst mal eine Passage, ein ganzes Kapitel, wo ich die Fiktion der Zeitreisen versuche auseinanderzunehmen. Ja, und dann danach kommt das plötzlich, dieser Gedanke eines Boten der Zukunft. Du bist sozusagen aus einer höheren, helleren Zukunft ausgeschickt in diese Zeit hinein als Bild. Und das hat einen bestimmten Grund, aber du trägst das in dir. Insofern, du gehst den Weg, weil du schon angekommen bist. Du gehst ihn schon als der bereits Angekommene. Du beginnst mit der Aufgabe, mit der Arbeit an der Aufgabe, weil du sie schon erfüllt hast. Sozusagen, da kommt man natürlich an ein Paradoxon, was rational nicht auflösbar ist. Das noch nicht, das schreibe ich ja auch in der Anderswelt immer wieder, auch in anderen Zusammenhängen und anderen Büchern, ist eine Wirkgröße im Jetzt. Es greift sozusagen mit machtvollen Händen in die Gegenwart hinein und es zieht dich auch, und das meine ich auch mit der Erinnerung. Erinnerung ist ja nicht nur die Erinnerung an das, was hinter dir liegt. Nein, es gibt auch die. Das ist ja die Erinnerung an die Zukunft. Das Gemeinte ist etwas, was als Aufgabe vor dir steht. Richtig. Du erinnerst dich eigentlich doppelt. Du kommst in eine Tiefenschicht, du senkst das geistige Lot sozusagen, eine Tiefenschicht, wo das Vergangene und das Zukünftige sich auf eine rätselhafte Weise berühren. Und das gibt dir dann auch die Kraft, in diesem Sinne, wie du ja auch sagst, wenn du dann dieses Bild, diese Vision, das strahlt dann auf dich zurück und ist dann auch in diesem Sinne ein großer Attraktor. Nicht? Und ich kenne das sehr gut und das gibt mir eigentlich auch die Kraft der nicht, sag ich mal, in Resignation zu verfallen, obwohl ich natürlich auch in düsteren Momenten dann schon mal die Tendenz habe zu sagen, es ist nicht möglich. Das bringt mich zum Wort Scheitern, das jetzt schon seit ungefähr einer halben Minute in mir schwingt. Ja. Wenn das so ist und wir uns da einig sind, dass, wie du jetzt gesagt hast, indem du realisierst, was gemeint ist, hast du es schon verwirklicht. Also es ist, du bist das schon. Wo findet dann das Scheitern statt? Oder ohne Vermessenheit kannst du gar nicht scheitern.
Ja, die Frage ist sehr sinnvoll und ja wirklich sehr tief. Natürlich, die Frage stellt sich sofort. Wenn ich schon angekommen bin, dann bin ich ja den Weg schon gelaufen. Dann gibt es das Scheitern gar nicht. Aber es gibt ja doch irgendwie die Möglichkeit des Scheiterns, weil Im es Zug der Manifestierung. im Zuge der Ja. Manifestierung und im Zuge auch dessen, was den Freiheitsspielraum ausmacht. Ich meine, das ist dann, kommt man tatsächlich an das Mysterium der Freiheit. Weil das ist gar nicht so auszuloten. Wie groß sind unsere Freiheitsspielräume in diesem großen Prozess, in diesem großen Ringen, auch unserer Entwicklung im Hinblick auf diesen höheren Logos? Ganz schwer zu sagen. Es gibt natürlich auch bestimmte Situationen, die auch jeder ja in seiner eigenen Biografie kennt, wo man weiß, jetzt, was jetzt geschieht, ist irgendwie ein Moment der Entscheidung. Ja. Jetzt müsste ich es tun. Wenn ich es jetzt nicht tue, dann ist es vielleicht ein Scheitern. Also, das kann man letztgültig nicht beantworten, die Frage. Da ist ein, man rührt an das Mysterium der Freiheit, man rührt auch, das ist nicht beantwortbar. Das kann man nicht rational auflösen, diese Frage. Das ist ein Mysterium. Das würde ich sagen, da muss die Ratio kapitulieren. Das bewegt mich deswegen, weil wenn du sagst, in deinen düsteren Ja. Momenten, ja, fragst du, hat es überhaupt einen Sinn? Dann in meinen düsteren Momenten frage ich weniger, ob mein Leben oder so Sinn hat, sondern da sehe ich, dass das Projekt Menschheit, wenn ich es mal so nennen darf, scheitert. Also es wäre vielleicht doch sinnvoll, irgendeine Art Antwort darauf zu haben. Naja. Und selbst wenn die Antwort heißt, das lässt sich nicht beantworten, also dann ist Ja, es aber ich habe jetzt nur mal jetzt sozusagen, wenn ich sage, das ist nicht beantwortbar, dann meine ich das in einem vernunftmäßigen Sinne. Kann man das nicht in Einklang bringen? Das ist ein Paradoxon. Wenn ich davon ausgehe, die Zukunft wirkt schon in die Gegenwart hinein, ich bin schon dort angekommen, wenn ich den Weg erst gehe, wo bleibt das Scheitern? Wo bleibt dann überhaupt die Freiheit? Habe ich denn nichts weiter zu tun, als diesen ohnehin vorgezeichneten Weg zu gehen? Das ist sogar auch zu denken. Vielleicht, Johannes, ist es sogar so, dass die Freiheit in diesem Sinne dann gar nicht existiert. Existiert, ja. Möglicherweise ist es eine Fiktion. Trotzdem, ich habe ja eine ganz andere Auffassung von der Menschheit. Ich halte ja alles für bewohnt und beseelt. Ich halte ja auch Gestirne für bewohnt, die Physiker für glühende Gasbälle halten, weil es gar keine glühenden Gasbälle sind, wie ich versucht habe, differenziert plausibel zu machen. Ich habe ohnehin eine völlig andere Sicht der Dinge. Und da würden wir noch weitere Stunden darüber reden können, um das überhaupt erstmal ins Blickfeld zu rücken, um meine Sicht verständlich zu machen. Und die ja eine völlig andere ist. Und da kann ich mich natürlich auch fragen, da sie doch von so relativ wenigen Menschen geteilt wird, ist es nicht ein Wahn, das anzunehmen? Es ist was für eine Kühnheit oder was für eine, kann man auch sagen, Sturheit oder Halsstarrigkeit, daran festzuhalten, wo alle Welt das Gegenteil behauptet. Und das Projekt Menschheit, um das in Anführungszeichen zu sagen, als Ganzes, ob es scheitert oder nicht, bestimmt sich dann doch noch anders, würde ich sagen, um das nochmal kurz zu sagen. Was ist denn die menschliche Geschichte? Der gewaltige Strom dieser unzähligen Wesen, die sich nach meiner Überzeugung herausbilden, die sich inkarnieren, die sterben und die anwesend sind, abwesend sind und jetzt sind sehr viele, weil die sozusagen das Orakel sich zusammenzieht und deswegen immer mehr werden. Früher waren die Abstände größer, und so, also was die Zahl des Ganzen betrifft. Dieser ganze gewaltige Prozess. Es gibt aber doch in diesem auch furchtbaren Prozess, in dem Prozess, der so viel Leid produziert, Kriege, Gewaltakte, Dumpfheit, Eitelkeit, Gier, alles, was Buddha sagt, also die elendige Gier, die den Menschen ständig ruiniert. Hinter all dem gibt es doch eine andere Spur. Und durch den ganzen Irrsinn hindurch gibt es eine ganz andere Spur. Wenn ich die 9. Symphonie von Beethoven höre, wenn ich das Streichquintett von Schubert höre, wenn ich den Elias von
Felix Mendelssohn Bartholdy höre, dieses großartige Oratorium, oder wenn ich ein Oper von Händel höre, oder wenn ich einen Streichquartettsatz von Robert Schumann höre, beispielsweise, dann weiß ich einfach, dass ich da als Beispiel jetzt mal nicht nur einer bestimmten Kunst, in diesem Falle der Musik, auf der Spur bin. Durch diese Musik hindurch bin ich auch überhaupt einer höheren, sozusagen einer Lichtspur, bin ich auf der Spur dieser Lichtspur, um das nochmal verdoppelt zu sagen. Und das ist zentral wichtig, wenn der Mensch, das sage ich öfter, den Verdacht hat, es gäbe solche Spur, auch wenn er es nicht sicher weiß, auch wenn sie ganz zart und kaum wahrnehmbar ist, dann sollte er dieser Spur folgen. Und es gibt ja Manifestationen dieser Spur. Ich sage nochmal, also ich kann auch einen Streichquartettsatz von Beethoven hören. Opus 132. Opus 132 zum Beispiel. Ich höre den langsamen Satz, aber nicht nur den langsamen Satz. Dann begreife ich einfach, als jemand, der seit Jahrzehnten auch mit Musik umgeht, der auch selber ein Stück weit Musiker ist, begreife ich einfach, hier hat sich etwas klanglich manifestiert, was etwas enthält, ja, von jetzt, dem, was, darf ich das kurz noch sagen, was Weisheit bedeutet, was das Göttliche bedeutet, was, da ist etwas enthalten, was auch mit Erkenntnis zu tun hat, was auch etwas, was im tiefen Sinne erschlossen werden kann. Es gibt auch andere Beispiele. Darf ich es fortsetzen? Bitte. Es ist nicht nur, es geht auch weiter, wenn der langsame Satz. Ja. Wo er geheilt, Dank gesagt. Ja. Dank des Gelesenen an die Gottheit. Dort ist eine Zukunft zu hören. Richtig, ist auch so. Und diese Zukunft wandert, mir stellt die Haare auf, weil ich dieses, das ist eines der größten Stücke, glaube ich, die überhaupt einem Menschen eingefallen ist. Ja, würde ich zustimmen, ja. Diese Zukunft scheint, wie die gelbe Rübe vor dem Esel, mit uns zu wandern. Ja, das Stück ist ja alt, das ist ja alte Musik. Ne? Es ist eine historische Epoche aus einer völlig anderen Verfasstheit unserer Gesellschaft, auch des Denkens. Und man glaubt ja, das ist übrigens einer der schlagenden Gegenbeweise für mich, dass es eine Höherentwicklung im Sinne von mehr, plural, also argumentativ gibt, sondern diese Zukunft, die dort klingt, die wandert mit uns und behält immer dieselbe visionäre Kraft durch die Zeit. Sie ist also fast enthoben einer zählbaren oder messbaren Zeit. Verstehst du, was ich meine? Ich verstehe ganz genau, was du meinst. Dann würde man natürlich noch, ich kann noch das, was du jetzt quasi als Gegenargument gebracht hast, gegen diesen Gedanken einer Höherentwicklung. Ja, ja. In diesem Detail. In dieser Facette auch gut verstehen. Trotzdem, das könnte man wieder genauer untersuchen, warum dieser Komponist in dieser Zeit, das hat bestimmt auch eine bestimmte, vom gesamten Logos, vom kosmisch gesehen, eine bestimmte Bedeutung. Diese Persönlichkeit ist ja nicht da erst entstanden, sie geht weiter, sie war auch jemand. Das heißt also, das Ganze ist noch wieder höher eingebettet. Und was du sagst mit der Rübe, ja, dass auch die Utopie der Zauberflöte beispielsweise, man muss sie ja nicht mögen, aber ich verehre sie sehr, ist das jetzt eine, ist das eine pure Unmöglichkeit, aber Menschen werden noch davon tief erfasst und hat ja auch mit Utopie zu tun, ist die Utopie nun dahin, ist sie zerstoben, ist sie zerstrahlt, sind wir abgestürzt auf ein plattes, banales Außen, was noch dazu zertrümmert wird, von uns zertrümmert wird, damit wir letztendlich nun wirklich in dem ohnehin schon sinnlosen Dreck ersaufen. Gut, das ist ja, kann man ja so sehen, aber da ist doch was ganz schwer, immer nur vor uns, ja, in gewisser Weise immer nur vor uns, und doch glaube ich, dass es nicht nur so ist. Sonst würden wir es ja nicht verstehen können. Also wenn es nur vor uns ginge, ne, das ist eine,
Das ist eine Multidimensionalität. Richtig. Es ist nicht nur vor uns, obwohl es sicherlich so ist. Ja. Also du liebst dieses Streichquartett auch. Das freut mich, weil es ist wirklich eines der größten Streichquartette, das es gibt. Überhaupt eines der größten Werke der Musik. Überhaupt. Ja. 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 Ist ohne Frage. Dasselbe. Ja, also eines der größten, es gibt auch andere große, aber es ist eines der ganz großen Werke der Musik. Und es ist nie erreichbar. Und trotzdem ist es auch ein Attraktor. Und trotzdem, es hilft uns nicht nur, es ist auch eine Utopie darinnen, die etwas mit schon jetzt wirkender Wirklichkeit zu tun hat. Das ist der Punkt. Und das ist möglicherweise das Seltsame an dem Attraktor. Ja. Ja? Weil es gibt ja in der Physik den seltsamen Attraktor. Ja. Aber ich würde das Wort nicht im physikalischen Sinn verwenden, sondern in Betonung des Seltsamen daran. Nämlich das Seltsame ist, dass es so wirkt, als käme dieses Stück aus der Zukunft. Richtig. Und da wir es aber verstehen, wenn wir uns überhaupt anrühren lassen, löst es eine gegenwärtige Kraft aus, die eigentlich über alles hinweg hilft, was man so jetzt auch in unserem Gespräch als, ja, wo du sagst, das Dumpfe, das... Das ist das Faszinierende, dass es wirklich so ist. Also, was mich immer wieder auch an der Musik fasziniert und unaufhörlich fasziniert, die mich nie langweilt. Also, gestern Abend zum Beispiel haben wir hier wieder mal, seit Jahren hatte ich das nicht getan, zwei späte Haydn-Streichquartette gehört. Bei dem zweiten Streichquartett dachte ich, mein Gott, das ist der Haydn ja ein grandios, tief bewegend. Und man immer denkt, naja, da ist ja doch nicht wirklich so groß wie Beethoven, wie Mozart. Ja, gut, mag ja sein. Ahne. Aber trotzdem ist er ja, er hat das Streichquartett erfunden. Ja, ja. Er ist ja ein ganz großer. Er ist ein Ahne. Und ja, er hat einfach diese, da wurde mir nochmal so deutlich, dieses, oder kürzlich vor fünf Wochen habe ich seit langer mal wieder die Kreuzersonate von Beethoven gehört. Ja. Ich dachte, das ist ja ein unfassbares Werk. Der zweite Satz. Der hat eine Tiefe, eine Präzision, eine Weisheit, eine Kraft, eine Differenziertheit, der alles umschließt, dass ich einfach ich möchte in die Knie davor gehen und sagen, wenn es gelänge, das Bewusstsein in diesen Bereich zu bringen, dann wäre eine Hoffnung da, dann wäre das die Hoffnung selbst, das ist die Hoffnung. Also für mich ist es so, die Musik ist für mich, wir sind jetzt darauf gekommen, die Musik ist für mich nicht ausschließlich, aber ein ganz wesentliches Element, ein im tiefsten Sinne utopisches Element der Hoffnung. Mhm. Mhm. Und das spüre ich da einfach raus. Und deswegen habe ich ja auch in meinem Musikbuch vor 20 Jahren schon gesagt, Beethoven ist auch ein großer Meister. Also in diesem Sinne jemand, der auch ein tiefer Meditationsmeister, nicht in diesem Sinne, wie es in Asien geschehen ist oder benannt wird, aber so etwas zu schreiben, so etwas durch sich hindurchgehen zu lassen, ist ja nur möglich. Oder hier überhaupt manche Werke, die haben ja eine Tiefe, eine meditative Tiefe, die ist ja... Ich habe ja jahrelang das auch in Musikseminaren praktiziert mit Teilnehmern. Also das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Aber es ist nicht nur die Musik. Aber es gibt doch immer wieder dieses utopische Element und das dieses im guten Sinne utopische Element, auch diesen Attraktor. Diesen Attraktor, den ich mir von niemandem ausreden lassen würde. Und weil dies so ist, sind wir nicht verloren. Ja, das ist ein gutes Schlusswort. Ich hatte gedacht, dass wir das Gespräch über konkretere Utopien führen würden. Und der Verlauf hat mir eher gezeigt, dass wir wahrscheinlich noch eine ganze Zeit damit beschäftigt sein werden, die Essenz dieser Utopien, wie der schlafende Krieger oder der ruhende Krieger, einfach, vielleicht ist es auch erst ein Träumen, dass die Essenz dieser Utopien
wie in einer Musik. Die Musik ist ja nicht manifest. Das ist der Punkt, der, wenn ich das kurz noch sagen darf, ich sage, da, wenn es so ist, ist der Mensch nicht verloren. Das habe ich oft erlebt in meinen Musikseminaren, wenn wir dann 2 Tage da gearbeitet haben und gehört haben, uns ausgetauscht haben und so weiter, uns bewegt haben, dann kommt immer die Frage, ja morgen, am Montag, nach dem Wochenende, was ist das Konkrete? Da habe ich immer gesagt, geht nicht zu schnell in das sogenannte Konkrete. Denn viele Menschen verrennen und verzetteln, möchte fast sagen, ja, verbluten sich im sogenannten Konkreten und verlieren dann auch verlieren dann auch diese Anbindung. Das heißt nicht, dass es zur Konkrete nicht eine ungeheure Rolle spielt. Es geht ja nicht darum, abzudriften in einer Art Wolkenkuckucksheim und sonst mache ich einfach so weiter wie jeder, wie hier zur Kunst. Nein, aber es ist auch... Das sogenannte Konkrete ist wichtig, aber vielleicht auch gut, wir hätten es ja auch tun können, noch konkreter zu werden. Aber ich finde, das ist konkret. Also für mich ist ein Beethoven-Streichquartett das Konkreteste. Konkreter als manches andere, obwohl viele dem widersprechen würden. Trotzdem bleibe ich dabei, dass es dieses wunderbare Streichquartett gibt, Opus 132 von Beethoven. Das zeigt mir, wir sind noch nicht verloren. Schön. Vielen Dank. Gut. Jetzt trinken wir einen Kaffee. Oder einen Tee. Tee, Kaffee.